Hast du auch wieder hier gefunden? Ja, gerade. Hast du gar nicht rechtzeitig eingeschaltet? Nee, nicht ganz. Nicht? Also da waren mindestens... Halbe Minute fehlt. Ja, genau. Ganz schlecht. Aber bei mir, ich habe die richtige Zeit genommen. Hervorragend. Auf den Punkt habe ich angeschaltet. Also angeschaltet. Wie sagt man? Eingestoppt. Schöne Diana. Oh, nochmal. So, dann haben wir jetzt mal das Große. Lass dir noch einen Moment Zeitflug. Das schaffst du nicht mehr. Nee. Frau Benning. Die hat einen Wumms, du. Mein lieber Mann. Du, sie gehen noch 10 Meter. Entschuldige, wird Wumms gebraucht. Das ist ja wie von Scholz war. Du scholzt also, ja? Unglaublich. Ich scholze von mir hin? Ja. Aber wenn ich den sehe, kommt mir mal. Mir kommt auch der Kaffee hoch. Also, kommt mir wirklich was hoch, du. Also, Junge, Junge, du. Ich habe eine Zeit lang immer geguckt, der ist ja wirklich Ruhe und Besonnenheit in Person. Und Alter! Und eigentlich nur frech und abgebrüht. Ja. Aber. Jetzt haben sie wohl ein neues Ding im Finanzskandal da entdeckt, war. Wo er seinen Kalender nicht beherrscht hat. Ja, die Katrin gehört jetzt zu den Personen, die Muttertag begehen. Mhm. Also, ich weiß nicht, wer von denen. Laura auch. Ja, richtig, das stimmt, das nicht. Laura auch, ja, stimmt. Aber ansonsten ist es nicht. Kerstin weiß nicht, ob die Kinder hat. Hier, die Blonde, ne? Ja. Aber wie gesagt, da weiß ich nicht, ob die Kinder. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich vermute aber. Also verheiratet ist sie jedenfalls. Ja, das hat ja nichts zu sagen. Jetzt sieht es so aus, als wenn es gleich wieder mal scheppern müsste. Kann der vorbeigehen, ne? Aber Mandy, konzentrier dich! Alter, wirklich, ne? Und die bleibt da, genau.
Bewegung! Wow! War sie das? Was war ja, das? Das war die Torfrau. Ja, aber ne? Ja, aber denke nicht, tut ein Pferd. Das war eigentlich keine Flanke, das war schon fast ein Torschuss. Richtig schöne Luft im Augenblick. Ja, aber kann sein, dass er auch aus war. Ja. Kann. So. Uli reinschieben. Uli reinschieben. Tja, wie hoch müßig sich um so einen scheiß Ensel zu streiten. Genau. Aber das kommt immer wieder vor. Ich glaube, am Freitag war ich in Krisen beim Altherrenspiel. Hm? Da hätten sie sich beinahe geprügelt. Also wirklich. Ich war in Garz beim Altherrenspiel, das war auch ganz nett. Das kann nicht wahr sein, das dachte ich, ja. Da waren noch immer 15, 16 Spieler in einer Traube, ja. Und nur wegen so einem scheiß Einwurf. Also, da ist es dann, die Emotionen müssen raus. Aha. Lächerlich. Ach, dann. Das sind so die ersten zarten Annäherungsversuche. Also die Anlage ist jedes Mal irgendwie. Ist schön hier. Regelt das Herzhof. Ja, ja, also das ist wirklich nett. Ich finde es wirklich herrlich. Also. Und die fünf, die dirigiert die Truppenteile hier oben. Das stelle ich jetzt gerade so fest.
wieder ein Tor. Schießt mal los! Das schießt mal! Mittellinie. Ach ne, ist ja ein Ball aus dem Spiel raus. Ja. Außen. Jule, geh mal schon weg. Lieber. Das gilt übrigens auch für Abschläge, die der Tor vor aus der Hand macht. Weiß ich. Für die Mittellinie. Nicht bloß für Abstöße. Mitte, guck mal, Mitte. Aber gut, da haben wir angelegt, aber ich sag, da haben wir angelegt, trotzdem war die Bewegung da. Ja, ist mal die Frage, ob das Oberarm soll ja angeblich nicht mehr zählen, aber ich weiß auch nicht. Irgendwie, für mich sah es trotzdem wie Handspiel aus, aber ja. Wer will das entscheiden? Geht nicht. War ja zu offensichtlich. So, bringen jetzt. Bleibst du bei der 7? Die 7?
Sag mal, das hat sie mit ihren Pfoten, mit ihren Händen gemacht, oder? Oder war noch jemand dran? Nee. Aber er kam auch ganz gut aufs Tor. Ja, ja. Von der neuen Marke. Hast du den reingeschossen? Also, ich meine, sie hat mit den Händen war sie da dran gewesen. Ja, sie war dran, aber ist durchgerutscht. Aber ob irgendjemand anders noch? Nein, war nicht. Ich nicht, ehrlich gesagt. Gehen das nicht, gehen das nicht. Ja, raus mitmachen! Aber da werden wir nachher den Videobeweis. Auf jeden Fall. Und dann wird das wiederholt. Wei. Ja, das ist so wie leicht Platz ist. Peng. Wie sahen in deinem Bereich die Tankpreise aus jüngst? In Polen? Ich habe heute Vormittag, kannst du mal gucken, ich habe heute Vormittag noch einen Tankstellentest reingemacht von gestern. Ich glaube so um 1,50 ist so jetzt. Um 1,50. Wow. Ich glaube 1,43 oder 44. Super. Und Diesel 1,33. Diesel soll billiger geworden sein. Diesel ist in Polen auf jeden Fall auch. Bei 6,04. Und in Deutschland hoch. Ja. Also hat mir ihn erzählt. Ich fahre ja kein Diesel. Die Preise sind in Polen allgemein hoch angezogen. Die haben auch eine heftige Inflation eigentlich. Die haben auch, ich glaube, das letzte, was ich gehört habe, 13%. Ja. Naja, bei uns ist die Inflation bei Lebensmitteln ja besonders hoch. Ne? 7% hört sich gut an, aber wenn es 22 bei Lebensmitteln sind, dann ist es schon nicht mehr lustig. Schön, genau so. Wer war das eben, die drei? Nee, der Schuss kam von Marlene, von der 4. Ach so. Meinte ich. Geh alleine! Zurück!
Ah ja, ganz sauber, also nicht mehr. Ist schon verletzt. Also auf den meisten Sportplätzen ist es noch 1 Euro, der Kaffee. Also wird von wegen 1,50. Das nur auf ganz wenigen, also unter anderem hier in Schönau. Dann aber auch Bus und Pappbecher. Aber in Grams übrigens auch. Da kostet auch 1,50. Aber ich glaube, da ist der Becher ein bisschen größer. Seitdem trinke ich keinen Kaffee mehr da. Weiter geht's, Topo! Natürlich blau, was sonst? Ja. Altanto Caro hält sich noch ganz gut, finde ich. Also. Dafür, dass keiner da ist, der nach vorne was Konstruktives machen kann. Genau. Aber ich muss dir sagen, ich hätte es anders aufgestellt. Ich hätte Marlin nach vorn genommen und dann mit langen Bällen gearbeitet. Weil die jetzt vorne sind, die bringen ja nicht wirklich was zustande. Naja, sagen wir mal so, sie kann mit dem Ball am meisten anfangen. Ja. Also das steht fest. Jana, bleib mal hier links. Und Benny und hier, wie heißt er? Appenzeller hinten. Die können lang nach vorne hauen. Ja. Ja, insofern passt es nicht. Aber das ist eingespielt. Wenn du was änderst, ist es auch mal. Aber eingespielt ist eigentlich nicht, dass sie hinten ist. Sie spielt vorne auf der Seite. Sie spielt im Lauf. Marlin. Schulde meinst du jetzt? Ja. Ja, ich meine rechts auf der Seite, ja, stimmt. Naja, wenn die hier die Heidemann-Schwester nicht da ist, hier unsere ein bisschen Korpulente, dann. Schön. Johanna auch nicht und das ist ja alles für die Abwehr dann wichtig. Ja. Und wenn du keine Abwehr hast, dann bist du auch im Grunde genommen erschlagen. Ja. Da standen so viele frei irgendwo. Geht rauf!
Hat eben nach Kronitzer gesucht. Da hältst du bald Tor fest. Finde ich ja gut. Falls er Angst hat, dass es umfällt, ja, sinnvoll. Langsam strapaziert das Spiel meine Geduld. Jetzt nochmal sicher stehen! Wenn er von Kiefer hier, Kiefer, bleibt die ganze Kiefer. Wieso kaufen? Kiefer! Mach eine Bombe! Ja! Sehr gut, Flo! Was hat denn ein Objektiv gekostet? Das? Ja. 99 Euro. 99. Auf Amazon oder was? Nein. Gab's beim Mediamarkt. Das stimmt, die hatten Angebote. Ja, ist aber schon eine halbe Ewigkeit her. Ja, die hatten neulich auch noch so ein Angebot. Das war allerdings teurer gewesen, glaube ich. Komm hier, Rainer, komm! Hoch! Das war so ein Weitwinkel. Das hat irgendwie knapp mit 200 gekostet. Da habe ich dann wieder die Finger von gelassen. Weil ich mir gesagt habe, ich bezahle ja keiner dafür. Ja, komm. Hier überlaufen! Aber nach dem größten Objektiv schaue ich weiter aus. Also, wenn es da mal ein Angebot gibt, dann schlage ich zu. Ist auch alles teurer geworden. Ja. Das ganze Foto-Equipment. Spielstand ist es, glaube ich, völlig egal. Zumal ich glaube, es war nicht absichtlich. Kommt nur noch eine schöne!
jetzt muss der Pass kommen. Jetzt muss der Pass kommen. Mach, schieß mal nicht. Wow, war zwar unabsichtlicher Hacker, aber... Das war's. So, Andreas, dann war schon einen schönen Restsonntag. Wünsche ich dir auch. Und dann wünsche ich dir einen angenehmen Herrentag. Jawohl. Dankeschön. Himmelfahrt genannt. Ja. Können wir die ganzen Besoffenen auf die Straße registrieren. Ich habe an Himmelfahrt ein Spiel, wo ich hin muss. Wohin? Na, Halbfinale im Landespokal, FC Spät. Die Luckenwalde. A-Union. Aber ich mache danach trotzdem noch Himmelfahrt. In Schwedt oder wo ist das? Ja, hier an der Grenze in Polen. Da ist so nee, ich meine, das Spiel ist in Schwedt. So, wie nochmal? Das Spiel ist in Schwedt? Nein, nein, nein. Das Spiel ist in Schwedt.